Unlängst wurde bekannt, dass die Stadt Potsdam plant, auf dem Gelände des Volksparks Nord 500 neue Wohneinheiten zu errichten. Hier auf dem Plan sieht man die jetzige Form des Volksparks, vielen auch bekannt als Buga-Gelände. Die rot markierten Gebiete sollen dem Wohnungsbau weichen. Um sich besser vorstellen zu können, was da alles an jetzigem Parkgelände platt gemacht wird, habe ich die entsprechenden Flächen gefilmt. Verschaffen Sie sich selbst einen Überblick. Hier zur Orientierung die Biosphärenhalle. Hier ist der Haupteingang. Nun geht's los. Alles, was Sie jetzt rechts des Weges sehen, wird es so bald nicht mehr geben. Das war das östliche Baugebiet. Nun folgt das westliche. Diesmal sind alle Flächen links des Weges davon betroffen.